Wissen schafft Exzellenz. Nein, mit Adelstiteln hat das nichts zu tun. Die TU Dresden ist deutsche Exzellenz-Uni und damit sozusagen Hochschule auf Champions-League-Niveau. Wer hier studiert, sagen die, die hier lehren, muss von vornherein was drauf haben. Und wer sein Studium durchhält, gerade in den Naturwissenschaften, erst recht. Mir ist es relativ leicht gefallen, aber ich weiß von vielen Kommilitonen, dass es Mathematik, zumindest mal in Dresden, nicht wirklich einfach ist. Man wird zum Beispiel in der Mathematik, aus der ich komme, immer wieder geprüft, jedes halbe Jahr. Und wenn man sich die Abbrecherquoten ansieht, wir verlieren Studenten, die diese Leistung nicht bis zum Schluss bringen und ihren Abschluss nicht bringen. Und deshalb die das überstanden haben, wenn die zu großen Zahlen dann hinterher gut kriegen, warum denn nicht? Habe ich keinen Stress mit. Man muss wirklich was machen, um eins zu bekommen. Deutschlands Wissenschaftsrat hat da seine Zweifel, nicht mit Blick auf Dresden, sondern auf alle Hochschulen dieser Republik. Seine jüngste Untersuchung zur Notenvergabe wirft den Lehrern vor, ihre Studenten in Watte zu packen. Bei Examensarbeiten seien Einsen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Gründe für solche Großzügigkeit gäbe es viele. Wenn man sich nicht traut, Lebenschancen irgendwie zu verbauen, den einen zu benachteiligen, man weiß ja, dass die Noten nicht überall gleich sind. Auch die Frage des Wettbewerbs untereinander im Kollegium, man erhöht seine Chancen garantiert nicht dadurch, dass man in der Fakultät als scharfer Hund bei der Notengebung bekannt ist. Gerade in Disziplinen wie Mathe, Physik, Biowissenschaften oder Psychologie. Nicht bei uns, kontert unter anderem die Exzellenz-Uni in Dresden. In der Psychologie beispielsweise kämen auf 4.500 Bewerber 120 Studienplätze. Knallharte Auswahl also schon vor der Immatrikulation. Die Note sei hier ohnehin nur Sahnehäubchen. Natürlich wird es in Deutschland immer mehr so sein, wie man es zum Beispiel aus den USA kennt, dass es darauf ankommt, an welcher Hochschule habe ich was studiert. Das kommt zur Note noch dazu als Qualitätsmerkmal. Wir nehmen das immer ernst und es wird immer diskutiert, aber ich sehe keinen aktuellen Handlungsbedarf. Soll heißen, wer hier Leistungsträger ist, ist es auch zu Recht.